Sollen wir noch vor die Mauer gehen? Ja, dann. Kannst du Klopper und Frau Pöhler. Zum Abschluss unserer 10-stündigen Therapieeinheit zur Bekämpfung der Gewalt beim Fußballsport machen wir heute hier den ultimativen Test hier direkt im Stadion. Auf geht's, Irwin, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Den Regeln. Nicht mit Negern nach Bananen schmeißen. Die freundlichen Mitspieler einer ethnischen Minderheit vom gegnerischen Team mit essbaren oder nicht essbaren Wurfgeschossen attackieren, der könnte sich wehtun. Sehr schön, Herr Klopper. Wunderbar, Herr Klopper. Einer geht noch. Einer ist noch rein. Also, Frau Pöhler. Das müssen Sie sich erst einmal verdienen. Nein, Frau Pöhler, so geht es aber nicht. Ein Autostand hat gut gebrannt, Frau Pöhler, also so geht es nicht, Frau Pöhler. Ich weiß es besser. Bitte, Herr Klopper, helfen Sie, Frau Pöhler.
Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Darf aber nicht passieren. Wir wollen eure gute alte Mauer wieder haben. Jetzt ist es aber gut, jetzt packen Sie das aber mal weg hier. Ne, dann kann es doch gleich losgehen, ne? Oh. Puh, eine Plöppe. Blöde. Ne, da kannst du ja nur aggressiv von werden. Hey, Jungen! Jungen, brauch jetzt auf die Knochen hier! Los jetzt, ihr Weicheier, ihr Blutgrätschen! Toll! Was sag ich, Frau Pöhler? Wenn der Psycho-Onkel erst einmal einen Schluck von dem Behelfsbier getrunken hat, dann wird er einer von uns, wa? Ich wollte Ihnen was erzählen. Und zwar, wenn Sie sich jetzt mal so hinsetzen, ne? Das ein oder andere Mal schaue ich schon mal um 9.30 Uhr gleich die Trovatos. Hä? Detektive decken auf, Sie kennen das, höre ich. Ja, das ist wirklich halbwegs spannend. Und schließlich kommt der Morgen, dann viel zu früh. Morgen Tau ganz cool verdrängt, den Blick auf Mattscheibe gelenkt. Es ist die Fernsehfalle, die mich einfängt. Ja, da. Hier ist er, ich habe ihn gefunden. Guten Tag, da haben wir mal Glück, dass Sie nicht gerade belegt sind. Und da hier überall so voll ist. Ja, aber wir stehen doch sicher auf dem Lehrer, dem seine Liste drauf war. Ja, das kann ich jetzt aber nicht erkennen hier. Da ist meine Frau Jada und ich bin der Willi. Ja. Mahlzeit, Willi, da will der Lehrer doch ja nicht wissen. Ja, womit kann ich jetzt denn Ihnen dienen? Womit helfe ich Ihnen weiter? Ja, wir sind hier wegen unserer jungen Marcel natürlich. Ach so. Da juri ich nicht richtig, wie sie unsere Marcel behandeln. Genau. Aber der ist Schleue, die der von der Mama geerbt hat. Ja. Die hat der von der Mama geerbt. Siehst du ja. Religionslehrer? Ja. Wie kein Deutsch. Das hätten sie auch sofort sagen können. Ja, aber der hat uns doch alles erzählt über unsere Marcel. Schönen Dank für das nette Gespräch. Ja, ja. Studien-Dingsbums war. Ja, wenn, ja. Wenn ich denn mal zum Ort komme, wäre. Ja. Aber bitte, ja, wie ist es denn bei dir da, Jana Marie? Also, ich warte schon seit 20 Minuten auf die Eltern von Marcel Nottebohm, aber die kommen scheinbar nicht. Die sind wahrscheinlich genauso unzuverlässig wie ihr Sohn. Ich gehe jetzt nach Hause. Schönen Feierabend noch. Ja, siehst du, Willi, was hab ich dir gesagt? Wir sind in der falschen Rauch. Nicht 140. Angenehm. Dann können wir ja gleich loslegen mit dem On-the-Job-Training. Ja. Kommen Sie doch mal hier rum, ja? Und setzen Sie sich mal hier vor diese Anlage. Ja, wieso denn? Eine ganze Anlage mit all die Geräte und die vielen Knöpfe hier. Ich will doch bloß lernen, was ich mit meinem Computer machen tun kann, damit der dann tut, was ich will. Also bei meinem Sohn Marcel, da klappt das immer so wunderbar. Wie früher mit Tampons war, da kannst du mit reiten, schwimmen und tanzen. Ne? Schmidtsturm machen die, oder wie heißt das? Schmidtsturm? Ja. Ach so. Sie meinen sicher Shitstorm, ne? Schmidtsturm, Einheit. Ja, das ist so, als wenn man ihnen einen Haufen Exkremente vor die Türe kart, nicht? Also, das sind die schlimmsten Seiten der Kommunikation. Dislike. Hey! Ich brauch deinen Laptop! Schon recht dein Smartphone. Hey, das ist mir ein zu viel. Als er noch jung war, gab es nicht mal Social Network. Es gab kein Netz, kein LTE, noch nicht mal DSL. Doch bin
mich stets bereit, was Neues zu probieren. Der ist ein Zegfahrer. Komm schon, Fienchen. Ach nein. Eins sag ich dir. Oh, auf so ein lecker Stückchen Kuchen habe ich mich aber schon die ganze Woche gefreut. Ja, und ich erst. Wo ich doch so am Abnehmen am bin. Nur hör mal. Ja, das ist schon fast eine Sünde, was ich hier mache. Ach nun, hör mal. 14 Uhr, 14 Uhr. Ich kann es ja nicht mehr hören. Der Palmesel. Verzichten können. Ja, mein Gott, Edeltraut und Josephine, dass ich euch noch mal wiedersehe. Meine Zeit ist halt lange her. Ja, weil ich nicht mehr Jäger, du. Und ich dachte, ich jäge ja nicht mehr. Nee, ich dachte schon, du wärst in eine andere Stadt gezogen, ne? Also ja, da kann ich schon noch erleben da. Ja, ich wohne jetzt auch in St. Tönes. Oh. St. Tönes? Das glaube ich ja nicht. Das ist ja so gut wie aus der Welt, oder? Ja, so gut wie aus der Welt. Aber da kommst du, guck mal, ja, da, du hast doch ja keine Führerschein, ne? Da fährst aber mal nicht mit das Fahrrad, na gut. Und das ist so, da puttet der in jedes, aber auch in jedes. Oh. Wow. Hey. 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 Ich euch mal wiedersehen. Ja, ich finde das so geil, dass ich dich treffe, weil auf so einen geilen Typen bin ich lang nicht mehr gestoßen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Auf unser Wiedersehen, ja. Jo, Prost, ne? Prost. Ja, keine Ahnung. Ey, krass, sind das nicht unsere Glucke da vorne? Die Fünfe in Englisch und Latein sagen soll. Hey, was Fünfe? Ja. Ich bin von der Schule geflogen. Oh was? Gott, ey, ja, schon wieder? Keine Hausaufgaben machen und in jeder Pause rauchen, als ob das ein Grund wäre, ne? Heimlich auf dem Dampfklo. Aber weißt du was? Scheiß drauf, Hausaufgaben keinmal im Jahr. Ole, ole. Ja. Ich bin jetzt aus der Fußballmannschaft geflogen. Mein Trainer hat mich gefeuert. Ne? So? Ja, weil ich immer so eine Fahne habe. Hat er gedacht. Ich glaube, wir müssen da jetzt mal hin. Aber meine Mutter meint seit Jahren, schick ein Freund, komm. Ja. Ey, jetzt bist du das mal gerade. Ich jetzt? Ja, du bist jetzt gerade mal mein Freund, komm. Ja, komm. Es muss jetzt sein. Vier Kirsch. Ja, genau. Genau. Ja, hallo Mutti. Hallo Mutti. That is ziemlich for the cat. Schon beim Frühstück, close and loose. Eltern, Teachers, let us not in room. All in all, da brauchen wir euch sicherlich nicht. All in all, da brauchen wir euch sicherlich nicht.
Rumba. Oh, nein, nein, da sind Sie hier falsch. Das hier ist Zumba. Etwas ganz, wirklich Anstrengendes. Genau das Richtige für mich. Ja. Der kann nämlich nur bis 8:30. Okay, hola, chicas. Wollen wir legen los, Machen wir Zumba mit Estefania heute. So, muss ich hier gucken, ob ich habe auf Liste die Debo. Ja, die Debo heißt da und ich bin doch... Claudia, ich bin auch da. Claudia, aber okay. Kann es jetzt mal losgehen? Meine Kira schläft seit neuestem so schlecht. Eigentlich hätte ich gar nicht hier sein dürfen. Okay, jetzt brauche ich nur noch von meiner Liste die... Oh, Mari, Mari. Samt der Kinder vor die Türe. Können wir denn nicht ohne den Kai-Uwe anfangen? Kaufprofit ist quasi gleich null. Ja, und meine Zeit gleich auch. Der Thorsten braucht nämlich was Warmes auf den Tisch, wenn er vom Golfen kommt. Come on! Prato! Spinning. Ja, Mensch, Meier. Mensch, Thorsten, sorry. Ich hab nicht auf unseren Plan geguckt. Ja. Tina? In der Firma? Hä? Aber Firma-Telefonkonferenz? Wir haben uns doch in der Schlange bei der Arge kennengelernt. Arge? Deshalb hast du so wenig Zeit für uns. Schätzchen, jetzt sage ich dir mal was. Dein Thorsten hat keine Zeit. Bei der Stempel geht. Komm hier, du fettchen Föhler! Zumba, da muss jetzt jeder dabei sein. Kreis deine Hüfte rum, wackel mit der Fötche rum, beweg dich, stich dir nicht, da musst du jetzt dabei sein. Kreis deine Hüfte rum, wackel mit der Fötche rum. Ich bin ja sowas von nervös. Ich bekomme bestimmt gleich keinen einzigen Gang rein.
Das freut mich für dich, Gerda. Und aus diesem Grunde fangen wir zwei heute mal an. Was? Du setz dich da hinten rein. Was? Kann ich nicht lieber als Erster fahren? Jetzt werde ich gleich schon wieder unverschämt. Die Gerda beginnt. Du setz dich da hinten rein. Oh mein Gott, was geht hier denn? Ja, da. Gas, ey. Ja, da ist ja gut. Was geht hier? Das ist ein Auto hier. Schlafzimmer. Gerda, du erinnerst dich doch bestimmt noch an die letzte Fahrstunde, nicht wahr? Sie meinen, wo ich auf dem Sprinter plötzlich Absperrung mitgenommen habe? Ja. Worauf muss ich denn überhaupt achten? Also, ja, da. Weißt du doch Grundeinstellungen, ne? Ganz langsam. Also, Kupplung treten, Gang einlegen, Kupplung haben wir kommen, lass uns dann doch Gas geben. Oh mein Gott, wie fährst du an, Gerda? Ja. Oh geil, der geht hin. Hey, mal ein bisschen langsam. Langsamer. Meinst du, die haben die 30 da zum Spaß hingeschrieben? Ach, so Quatsch. Mir wird schon ganz toll, Mensch. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, Gerda. Mensch, willst du vielleicht mal bremsen nach vorne, so ein Zebrastreifen? Oder willst du vielleicht die Oma auf dem Gewissen haben? Welche Oma? Die da? Ja. Hey, ihr Lettners, ihr wollt wohl auch, ihr habt zu viel Zeit, oder was? Was denn, Oma? Das gibt's doch gar nicht. Schrecken der Road. Schrecken der und fit für unser heutiges Kita-Programm. Dann begrüßen wir den wunderschönen Morgen mit dem gemeinsamen Frühstück, einer Runde Yoga und anschließend folgen die Japanisch- und Chinesisch-Grundlagen. Oh, ni hao, 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 und anschließend folgt die musikalische Früherziehung. Nach dem gemeinsamen Lunch Punkt 12 hält Karl Theodor ein Referat zum Thema Knigge for Kids. Oh, Giacomo Cherry, wie oft muss ich dir noch sagen? Man tanken kann. Also bei dem ganzen Leergut war deine Mutter doch vorher schon tanken. Sie ist Bundeskanzler. Meine Güte, Frauke, der geht in die Kanzlei. Das hat ja wohl nichts mit Bundeskanzler zu tun. So, jetzt reicht's. Harmonie. Ich glaube, ich muss noch mal mit deinen Eltern reden. Mammis, ich habe zwei Mammis, Frau Schniegelpoppi, und die lieben sich aber. Ja. Frau Schniegel. Supi, da hat mein Papa wieder noch was vom Sushi-Boden geholt. Das ist arm hier liegen. Nee. Davon kriegt der Sozialschmarotzer nicht. Weißt du, wie teuer das ist? Es gibt Lieder über Schafe, meh. Und auch Lieder über Krähen, Krähen. Doch nur das eine Lied klingt mehr als rund. Und das ist das Lied über uns. Ist so hart. Und jetzt rufen wir euch zu. Was hast du? La 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 la
Hochzeitsreise nach Langeoog. Mit der ganzen Familie. Sie will immer die ganze Familie dabei haben. Das stört doch nur. Immer weiß er alles besser. Mein Gott, der ist ja ganz kalt. Kalt? Ja, sehen Sie. Ich hatte noch nie so einen gefühlskalten Mann wie diesen. Also ich bestelle mir jetzt einen neuen. Ja, dann zwei Kaffee bitte mit Sahne und einen echten schwarzen. Kannbacher, das ist ja meine Jungbar. Mutter, was machst du denn hier? Och, das gibt doch wenigstens eine, der da beiseite steht. Wir halten fest zusammen wie nie. We are family. Keiner fällt auf uns aufs Knie. We are family. Wir halten fest zusammen wie nie. Jeden Tag, da sind wir, stehen zusammen, ob man mit oder Krähenleiter Stefan Erdemein. Keiner fällt bei uns auf.
Bariba. Ich habe noch gar nicht Danke gesagt. Das müssen wir auch machen. Danke auf jeden Fall. Und die ganze Burgsanierer-Truppe, die ganz viel für uns gemacht hat und die das Spiel in neuen Glanz hat erstrahlen lassen. Ich glaube, dieses Ambiente hat. Ne? Und wer vielleicht noch nicht verhandelt hat, an Philipp Schmitz, das ist unser Manager, ist hier alles so perfekt vorbereitet. Ach so, der ist anders. Ja, der letzte Dank geht an Sie, vielen Dank. Hat, glaube ich, einigermaßen geklappt und wir freuen uns auf das. Und ja, jetzt kommt er jetzt. Ja. To the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Well, a rat always knows when he's in with weasel. Little